Museum Brandhorst, ein Museum für zeitgenössische Kunst. Ganz viele kennen unsere bunte Fassade mit den tausenden farbigen Keramikstäben. Hier im Museum Brandhorst könnt ihr eine der größten Sammlungen mit Werken des Künstlers Cy Twombly sehen. Es gibt aber auch hier am Haus bei uns in der Sammlung den größten Bestand an Werken von Andy Warhol außerhalb der USA. Wir haben ein Programm an wechselnden Ausstellungen, das immer einen Besuch lohnt. Hier am Museum Brandhorst haben wir jeden Donnerstag bis 20 Uhr geöffnet. Das ist eine besonders schöne Zeit, zu uns ins Haus zu kommen. Im ersten Stock in unserer Twombly-Etage, die endet mit einem Raum, den wir die Lounge nennen. Und dort hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Pinakothek der Moderne und auf die alte Pinakothek durch ein riesiges Panoramafenster. Wir haben von Dienstag bis Sonntag jeden Tag bis 18 Uhr geöffnet und am Donnerstag sogar bis 20 Uhr. Da könnt ihr am Abend unsere Ausstellungsräume, unsere Ausstellungen und Kunstwerke auch nach Feierabend genießen. Donnerstagabend im Haus der Kunst ist immer ein besonderer Abend. Wir haben bis 22 Uhr geöffnet und am ersten Donnerstag des Monats sogar bis 24 Uhr. Es findet meistens eine Führung statt. Wir haben ja immer verschiedene Ausstellungen, die parallel laufen und auch immer wechselnde. Also man kann auch jeden Monat kommen und erlebt immer was anderes. Häufig finden am Donnerstagabend auch Sound-Happenings und Performances statt.